Wenn Sie sich neue Zukunftstechnologien anschauen, wie die sich entwickelt haben, die sind immer durch zwei Phasen gegangen. Da gibt es eine Hype-Phase, Euphorie, ja, jeder sagt, das muss man unbedingt haben und das ist ganz großartig. Und dann nach einer kurzen Zeit tritt Skepsis ein. Elektromobilität wird ein ganz wesentlicher Faktor für nachhaltige Mobilität in Zukunft sein. Das ist kein einfacher Weg. Der wird schwierig zu beschreiben sein, weil es nicht nur darum geht, Elektroautos zu bauen, sondern auch die Infrastruktur zu etablieren. Nicht? Wie kriege ich regenerative Energie? Wie speichere ich sie? Wie versorge ich Deutschland mit dieser regenerativen Energie? Zunächst mal ist Automobil und Mobilität insgesamt ein interdisziplinäres Arbeitsgebiet. Das kann man nicht alleine als Chemiker, das kann man auch nicht alleine als Automobildesigner, Produzent. Das muss interdisziplinär betrieben werden. Als wir gestartet sind mit der nationalen Plattform, das sind über 80 exzellente Partner, die zusammensitzen, um eine sogenannte Roadmap, um Maßnahmenpakete zu entwickeln, wie wir zu diesen 1 Million Autos kommen, habe ich mir persönlich nicht vorgestellt, dass das über Politik, gesellschaftliche Gruppierungen, Firmen und Universitäten klappt, weil das einfach zu heterogen ist, die Gruppe. Und da bin ich sehr positiv überrascht worden, wenn denn dann alle auch mit Geduld dabei bleiben. Und das ist ein Beispiel, wie man schwierige Themen anpacken sollte. Zum Beispiel auch die Energiewende. Mit solchen nationalen Plattformen könnte man das sehr viel effizienter und sehr viel schneller vorantreiben.